von Boris Bofalla, Stand 27. November 2017, Lesedauer 3 Minuten. Annette Kohlenkampf kam vom Kunstbuchverlag Hartje Kanz zur Dokumentarquelle. Nach viel Kritik und einer Millionendefizit legt die Dokumentage-Geschäftsführerin Annette Kohlenkampf ihr Amt nieder. Sie versuchte zu retten, was zu retten war. Was ihr fehlte, war eine Hardhand. Annette Kohlenkampf, Geschäftsführerin der Dokumenta und Museum Friderichianum GmbH, löst ihren Vertrag zum 1. Juni 2018 auf ihre Amtszeiten, die damit ein Jahr früher als vorgesehen, das verkündete die Stadtkasse am Montag. Die Dokumente war im September mit einem Millionendefizit zünde gegangen. Nur eine Bürgschaft der Stadtkasse und des Landes Hessen über 8 Millionen Euro hatte verhindert, dass Rechnungen und Gehälter anbezahlt blieben. Die Voraussetzungen für die Dokumenta 15 sind nun geschaffen, aber Annette Kohlenkampf will sie nicht mehr leiten. Ihr Vorgänger Bernd Leifeld hatte immerhin 4 Dokumenten mit 4 künstlerischen Leitern als Geschäftsführer verantwortet. Catherine David O'Quinn, Wessel, Roger Bürgel und Carolyn Christoph Bakagif. Leifeld kam vom Theater zur Dokumenta, hat ihr als Regisseur, Dramaturg und Intendant gearbeitet. Vielleicht hat ihm das geholfen im Ringen mit großen Egos. Annette Kohlenkampf kam vom Kunstbuchverlag Hartje Kanz. Die ehemalige Verlagsleiterin weiß, wie man rechnet und wie man mit Künstlern arbeitet. Trotzdem hat sie ihr zugelassen, dass in der gemeinnützigen Dokumenta ein existenzbedrohendes Defizit entstehen konnte. Adams Zümczyk, künstlerischer Leiter der Dokumenta 14 Quelle, verursacht hätten es weniger Besucher als erwartet und Sicherheitskosten, hieß es. Vor allem ab hier der zweite Spielort der Dokumenta 14 in Aten. Er wäre ein ID des künstlerischen Leiters Adams Zümczyk. Auf dem Höhepunkt der Finanzkrise hat er mit seinem Konzept von Etten lernen die Ätzender Findungskommission gewonnen, die den Dokumenta e.V. auswählt. Lauter gestandene Museumsleute aus dem In- und Ausland, denen eine weitere reinkasselanische Dokumenta wohl zu fett war. Die Dokumenta 14 entpuppte sich nicht nur als künstlerisches, sondern auch finanzielles Desaster. Als Geschäftsführerin Annette Kohlenkampf versucht zu retten, was zu retten war. Im Oktober verkündete sie, ihre öffentlichen Geldgeber haben die Dokumenta knapp vor der Pleite bewahrt. Ein künstlerischer Leiter, der sich an einen praktischen Aspekten der Großausstellung desinteressiert zeigte, die Moral für sich gepacht hätte und seine eigene Lebensgefährtin als Künstler in ihrem Rahmen der Dokumenta auftreten ließ. So jemand hätte eine harte Hand gebraucht, eine Geschäftsführerin, die einem seine Grenzen aufzeigt, denn es ist ja öffentliches Geld, das hier ausgegeben wurde, um die 26 Millionen Euro insgesamt. Die Wiener Kunstszene empfand die Dokumenta dennoch vor allem als Kolonisator. Den Wahnsinn von Aten hat Annette Kohlenkampf nicht erfunden. Sie hat aber offenbar bis zum Schluss daran geglaubt, mit einem minimal erhöhten Budget den Spagat zwischen zwei Ausstellungsorten schaffen zu können. Aber die wichtigste Kunstausstellung der Welt hat schon vieles überstanden. Sie wird auch Adams Zümczyks Griechenland-Trip überstehen. Der Termin für die nächste Ausgabe steht übrigens schon fest. Im Sommer 2022 geht's wieder los. Voraussichtlich in Kassel. Urheberrecht Welten 24 GmbH. Alle Rechte vorbehalten. James Rosenquist war ein Pionier der amerikanischen Nachkriegsmalerei und der politisch jeder Puppetisten. Inseln in Riesengemälden lässt sich abtauchen. In Köln werden sie ja jetzt gezeigt. Von Weimar bis nach Chicago, angetrieben von Laszlo Moholy-Nagy, wurde die Metropole Mittelwisten zur Rausenstelle von Walter Gropius. Ideen über die vergessene amerikanische Bauhausschule, Wirtschaftlichkeit, solide Haushaltsführung. Pader Dokumenta-Chef Adams Zümczyk feiert die Kunst der Geldverbrennung. Dabei könnte er sich auf die lustvolle Sinnlosigkeit des Absolutismus berufen. Wenige Tage vor dem Mondi der Dokumenta kommt aus, dass das Kunstfestival offenbar akute Geldsorgen hat. Demnach springen Stadtkasse und Land Hessen mit Bürgschaften in Millionenhöhe ein. Die Dokumenta holte einst die Kunst zurück nach Deutschland, doch selbst Herrlichkeit und Misswirtschaft haben die Großausstellung an den Rand des Ruins gebracht. Ihre Zeit ist abgelaufen. Die Dokumenta stand offenbar vor der Pleite, obwohl sie ein Budget von bis zu 37 Millionen Euro gehabt haben soll. Washington den Kulissen schief lief. Was jetzt passieren muss, seine Analyse.